Liebe Rita, lieber Elmar Hermann, liebe Rita McBride, liebe Gäste, ich freue mich ganz herzlich, dass Sie heute hier sind zu unserem letzten Termin, quasi im ersten, in der ersten Saison Schmälerhaus Futur 3. Annäherung an eine ungekannte Zukunft, ein Programm im Schmälerhaus haben wir das genannt. Und wir sind sehr froh, dass wir hier an diesem Ort, der uns jetzt ein Dreivierteljahr, fast länger schon, jeden Donnerstagabend interessante Begegnungen gebracht hat, Diskussionen mit Gästen, dass wir heute Rita McBride hier zu Gast haben, die seit August 2013 Rektorin der Kunstakademie ist. Und Elmar Hermann, Künstler, der ehemals in ihrer Klasse studiert hat und heute sehr eng auch mit ihr zusammenarbeitet. Und das ist vielleicht auch schon so ein Clou, über den es heute Abend auch gehen wird. Rita McBride, die eine sehr viel beachtete Antrittsvorlesung gehalten hat zu Beginn ihres Rektorats, wo sie auch ganz manifestartig eigentlich fast gesagt hat, es geht ihr weniger um das Ich als um das Wir, die Begegnung, die Zusammenarbeit mit den Studierenden, mit anderen Künstlern ist ihr wichtig. Und insofern finde ich das sehr, sehr schön, dass Elmar Hermann jetzt auch hier ist, zumal jetzt noch eine andere Sache dazu kommt, wo sich mehrere Dinge auf eine wirklich, finde ich, wunderbare Weise jetzt hier zusammentreffen. Wir beenden zum einen unseren Versuch als Museum hier in Düsseldorf, eine Art Plattform, eine Begegnungsstätte, ein Haus zu etablieren in diesem Haus, was wir bekommen haben, was zum Museum gehört, als drittem Standort der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, das Schmälerhaus. Seit 2009 haben wir das. Wir haben, um es nochmal kurz zu rekapitulieren, dort einige Ausstellungen hier gemacht und haben dann aber eigentlich gefunden, dass wir als Museum, als großes Museum, nicht noch einen dritten Ausstellungsort brauchen in Düsseldorf und schon gar nicht mal einen, wo wir so in Konkurrenz geraten, von der Größe her, wo viele Offspaces oder auch kommerzielle Galerieräume genau dieselben Größen haben. Das war ja hier eine Galerie, eben die von Schmäler, hier diesen Raum. Und wir haben dann mit Andreas Schmitten einen Künstler gefunden, der mit uns zusammen, und also er vor allem, das umgewandelt hat zu einer Bühne hier, den unteren Raum, den Ausstellungsraum, den Erdgeschossraum, zu einer Bar. Und damit geholfen hat, auch in unserer, ja, um sozusagen musealen Praxis, irgendwie einen ganz neuen Raum uns auch zu eröffnen oder für uns auch zu eröffnen. Und wir werden das auch weiter nutzen als Kuratorenresidenz. Da kann ich vielleicht später noch kurz etwas dazu sagen. Es war dann so, als wir uns überlegt haben, was wir hier für Veranstaltungen haben wollen, dass wir auch sehr früh den Kontakt zur Akademie gesucht haben, weil wir letztes Jahr auch diese Bildhauerausstellung hatten, wo es eh auch diesen engen Connex gab. Und ich war dann, aber auch weil wir uns eh schon kannten, und das darf ich jetzt vielleicht vorausschicken, kurz zu erzählen. Ich war dann letztes Jahr im Sommer, ich glaube, das war noch in den Sommersemesterferien, war ich einmal in der Klasse von Rita McBride auf Einladung von Elmar Hermann, weil dort geplant war, ein Klassenprojekt, ein neues Format zu entwickeln unter dem Titel Podiumsdiskussion. Das hat mich natürlich wahnsinnig interessiert zu der Zeit, weil ich dachte, na, das ist ja das, was wir hier auch möglicherweise haben werden, Podiumsdiskussionen, Vorträge oder sowas. Also dieses öffentliche Sprechen, dieses in Gemeinschaft Sprechen, dieses sich Austauschen. Und ja, Sie wissen ja, dass wir in der Kunstsammlung auch diesen sehr großen Vortragssaal haben, dieses Auditorium, was steil ansteigt, 340 Plätze hat und wo man dann aber eigentlich nie, auch da wird natürlich am Ende eines Vortrags immer dazu aufgefordert, dass sich Leute melden und etwas sagen, und dann melden sich aber eigentlich immer die, wo man denkt, oh, das ist jetzt ganz, ganz schwierig, wie man mit denen eigentlich weiter ins Gespräch kommt. Auf jeden Fall ist das dort sehr schwer möglich, hier aber sehr einfach möglich, was auch eben an, kann man nochmal zurückgreifen auf Aldo van Eyck und dessen Ideen über eine kommunikative Architektur, was er gewollt hat. Und insofern passte da oder schien mir damals etwas ganz, ganz gut zusammenzupassen, dass auf der einen Seite die Studierenden aus der Rita McBride-Klasse dieses Thema Podiumsdiskussion machten. Wir haben dann sehr schnell verabredet, der erste. Und genau, was ihr damals erzählt habt und was in mir eine Fantasie in Gang gesetzt hat, das war dann nachher ganz anders. Aber so ist es ja oft so, wenn Künstler einem Kurator was erzählen, dass man sich dann was Besonderes, Bestimmtes drin
darunter vorstellt. Und nachher wird es dann, und das ist oft das Beste, sogar wenn es dann ganz anders wird als das, was man selbst gedacht hat. Die Rede war davon, dass bestimmte Begriffe im Zentrum der Podiumsdiskussion und eben, ja, wie ich dann meinte, eben auch skulptural aufzufassenden Podiumsdiskussionen waren, die auch eben ja installativ, skulptural, theatralisch vielleicht umgesetzt werden sollten. Also wenn es um den Begriff Erkenntnis ging, hatte man sich damals, war das wirklich noch die Idee von euch, dass dann irgendwie auch die Podiumsdiskussionsteilnehmer irgendwie es ganz vertikal in einer Art Turm, in einer, so. Wenn es um Verantwortung geht, wird das Ganze breiter. Also so war so meine Vorstellung, dass wie vielleicht, wie man sehr bildnerisch eben mit diesem Fach Podiumsdiskussion, mit dieser Gattung umgehen würde. Wir haben dann hier die erste Podiumsdiskussion am 7. November im Schmälerhaus veranstaltet. Etliche Gesichter sehe ich hier. Es gab dann eine Puppe, die vermitteln sollte. Zuerst dachte man, die Puppe sitzt mich hier unten. Dann war die Puppe aber so wunderschön geworden. Also so war mein Eindruck. Ihr müsst mir erzählen, ob das wirklich die Gründe waren, dass man gedacht hat, noch besser setzt man sie oben an der Bar, an die Bar, sodass man von außen auch schon sieht, ah, das ist ein ganz komischer, schräger Gesprächsteilnehmer hier an diesem Abend. Und hier unten gab es dann eine Runde, die übrigens wirklich rund, Sie sehen, dass es hier diesen runden Teppichboden in hellgrün gibt. Das war damals um diese Runde arrangiert, waren dann verschiedene Gäste eingeladen, die dann aber sehr ernsthaft eigentlich über dieses Thema Verantwortung gesprochen haben. Insofern finde ich das jetzt, es gab dann drei weitere Veranstaltungen, die sind auch hier in dieser Zeitschrift dokumentiert. Und insofern, deswegen meiner langen Vorrede Sinn, und damit komme ich auch zum Ende und gebe dann gern weitergeben an euch, schließt sich hier jetzt quasi ein Kreis. Ihr habt eure vier Veranstaltungen gemacht. Ich glaube, das war auch genug, oder ihr wolltet das nicht weiterführen, oder? Und jetzt würden wir darüber gerne nochmal mit euch sprechen. Oder ihr wollt miteinander sprechen, wir wollen mit Rita darüber sprechen, wie sie das auch als Professorin oder als Künstlerin sieht, begleitet hat. Oder ja, ganz am Anfang stand natürlich irgendwie die Idee, Rita McBride einzuladen, um etwas auch zu erfahren, wie es an der Akademie weitergeht. Vielleicht bringen wir das heute auch noch irgendwie in diesen Abend mit unter. Jedenfalls erstmal herzlich willkommen und dann übergebe ich. Vielen Dank, Doris. Naja, dieses Projekt bietet sich ja jetzt erstmal nur kurz an, das nochmal auszugraben, weil es da um Sprechen ging in der Öffentlichkeit. Deswegen ist das so der Einstieg vielleicht. Ne? Und das war eben das ein Projekt, das ich mit der Klasse von Rita McBride gemeinsam organisiert habe. Deswegen sitze ich jetzt gerade hier. Und Sprechen ist ja für Künstler jetzt nicht unbedingt die Hauptaufgabe dauernd, sondern Künstler machen Bilder primär. Und ich glaube, für uns war das auch immer relativ wichtig, dass wir dieses Bilder machen innerhalb dieses Kontext immer relativ hochgehalten haben. Also wie sieht das nachher aus, was da stattfindet? Neben diesen ganzen inhaltlichen Fragen, wen laden wir ein, worüber sprechen die? Ne? Also auch diese Inszenierung von Gesprächssituationen, öffentlichen Gesprächssituationen, so wie das, was wir jetzt hier gerade machen. Wie gestaltet man das mit künstlerischen Mitteln? So. Und da war eben der erste Termin hier in diesem wunderschönen Haus, das ja auch eine bestimmte Geschichte hat, die man dann irgendwie auch direkt auf dem Buckel hat. Ne? Ja, und so haben wir eben versucht, immer wieder diese Grundkonstanten von der öffentlichen Podiumsdiskussion durchzudeklinieren. Also es gibt ja normalerweise einen Moderator, den haben wir relativ hart in alle möglichen Facetten durchgespielt, bis er nachher eigentlich ganz verschwunden ist bei der letzten Diskussion an der Akademie. Und eben beim ersten Mal war es diese Puppe, die halt oben saß, aber hier unten gar nicht präsent war. Die dann, was erschwerend da hinzukam, auch noch quasi durch zwei Personen repräsentiert wurde. Die Puppe hatte also immer zwei Meinungen, zwei Positionen, was es den Gästen dann auch nicht unbedingt einfach machte, darauf zu reagieren. Ja, aber man kann vielleicht insgesamt sagen, was mich daran interessiert hat oder eine Sache an diesem Projekt mit den Studierenden von Rita, daran zu arbeiten, war eben die Verbildlichung einer Gesprächssituation. Also wirklich dieses Bildermachen auch da rein zu transportieren. Weil ich glaube, dass es irgendwie doch der grundlegende Job von Künstlern ist, Bilder zu produzieren und dafür alles zu nutzen, was wir eben haben. Und dazu gehört eben auch eine öffentliche Gesprächssituation. So.
Und die, Entschuldigung, wenn ich da gleich nochmal nachhaken darf, aber die Begriffe, die ihr den jeweiligen Podien vorangestellt habt, die waren ja Verantwortung, Erkenntnis, Bildung und Kunst. Und ihr Kunst hieß am Anfang ja, Zusammenarbeit. Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Zusammenarbeit war ja eigentlich so ein ganz, auch durch dieses Buch von Sennett, glaube ich, irgendwie angeregter. Ja, aber das war eben ein ganz schönes Beispiel. Ich glaube, das kann man mit Wissenschaftlern kaum machen. Also, dass man einfach mitten in einem Projekt sagt, okay, das letzte Thema ist jetzt aber anders. Und wir hatten ja die Gäste auch schon eingeladen. Die dachten halt alle, sie reden über Zusammenarbeit. Und wir sagen denen, nee, es geht jetzt aber um Kunst. So. Und das war einfach, irgendwie, da habe ich auch viel gelernt bei diesem Schritt, weil ich das auch gar nicht geplant hatte, dass wir es umbenennen. Aber einfach so als Handlung ist es für mich sehr nah auch dran, was ich persönlich unter einer Künstler, also wie ich künstlerisch arbeite, dass man eben diese Entscheidungsfreiheit sich erstmal offen lässt dann und sagt, das Thema ist jetzt aber das. Weil Zusammenarbeit machen wir ja eh die ganze Zeit, ne? Also fällt mir auch im besonders auf im Hinblick auf Rita McBrides eigene künstlerische Praxis ein. Zusammenarbeit ist ein ganz wichtiges Element. Auch mit den Studierenden. Wo, da wird, ja. Immer. Immer. Ja. Und so, wait, are you going to interview each other or are you going to interview me? You want to step in? Okay. No, but should we describe more what the other situations were? I mean, for the podiums before we... And actually, so many of the students are here. So anytime you have a thought, please jump in if you feel like we're missing something about how these discussions happened and what came out of them. I mean... I don't know. I would like to describe two or three more situations and then talk more. Okay, um sich das vorzustellen, einige haben es ja vielleicht nicht gesehen, es war jeden Monat ein Thema. Das erste Thema hier Verantwortung. Puppe sitzt oben, moderiert. Gäste sitzen hier unten, reagieren dann auf die Fragen, die von oben runterkommen. Und das Publikum konnte eben dann nach 60 Minuten immer auch Fragen stellen. Der Ort hat immer gewechselt. Der zweite Ort war dann die Volkshochschule, Abteilung schulische Weiterbildung. Das Thema war Bildung. Wir hatten eine ganz andere Situation. Wir hatten vier Bars, oder die Studierenden haben vier Bars entworfen, für jeden Gast eine Bar, an der es auch dann die Möglichkeit gab, vor dem Gespräch mit den, konnte das Publikum dort mit den Gästen sprechen. Und man konnte schon man konnte Informationen sammeln, die dann später wieder eingeflossen sind. Denn nach, ich glaube, ich weiß nicht, 20 Minuten oder wie lang war die Barsituation? 20 Minuten. Wurden alle Bars zusammengeschoben und bildeten dann quasi das Podium, wo die Gäste davor saßen. So. Und da saß dann eben ein Pädagoge von der Akademie, der Peter Gansen, da saß aber auch die Katharina Grosse, also Malerin und Professorin von der Akademie. Da saß eine Städteplanerin, Architektin Yvonne Doderer und ein amerikanischer Künstler, der sich viel mit Neurostrukturen beschäftigt, Warren Neidig. Die saßen da, der Moderator war in dem Fall ein Schattenspiel. Also hinter einer großen Wand waren Studierende, die eben mit den Händen dieses Schattenspiel gemacht haben. Und dieses Schattenspiel hat dann eben die Fragen formuliert. Die Interaktion war dadurch natürlich sehr, sehr schwer zwischen Moderator und Gästen. So, also ähnlich wie hier die Situation mit dem Moderator, der praktisch oben saß, war das dann dort auch. Man konnte nie praktisch direkt zum Moderator springen, wie man das sonst hat bei Gesprächen. Das war vielleicht ein Element, was wir dann immer weiter variiert haben. Das waren, ja? Durch das, dass wir im Grunde genommen die Postpodium-Situation was auch sehr interessant war bei dieser Bildungsdiskussion, bei dem Bildungspodium in der VHS-Schule, war, dass wir sicherlich die Postpodium, also was passiert eigentlich nach dem Gespräch, dass sich die Leute treffen und zusammenkommen. Normalerweise kommen wir hier in den Raum rein, wir setzen uns hin, hören das Gespräch und das wurde im Grunde genommen umgedreht. Das heißt, es gab erstmal die Möglichkeit, zu den Bars zu gehen und in der Gruppe miteinander mit dem jeweiligen Gast verteilt auf die Bars halt Gespräche zu führen, die normalerweise nach dem Podium stattfinden. Mhm. Ja, das waren jetzt zwei Situationen. Ich glaube, die sind ganz gut stellvertretend. I
Actually, Susanna, sorry to bother you in the audience, but do you have any reflections? I remember how awkward it was at the beginning for you here. Could you? I mean, actually, it's strange because when I first met Susanna, which is really a long time ago now, but I think it was one of the first times I was in Germany, in fact, at an opening, and realized that there's going to be a speech at an opening. This is something completely uncustomary in the United States. I mean, that there would be these formal presentations of ideas and thanking. I mean, we do a lot of thanking now in the U.S., but this really very formal three people speaking at an opening. And I remember, like, not understanding any German at all, but realizing visually that you had something you were giving people. So you were the first speaker that I saw in an official situation. Which was not just, which had some visual component. Like, you moved and you had some more humorous activity. But I wonder how it was for you and how it is still for you to speak in public and to give these introductions and greetings that are seem to be so important to openings in Germany of cultural events. Yes, I know that, for example, Dutch audience is super impressed always. Ah, nee, ich mache das jetzt in Deutsch, ne? Wir machen, jeder spricht seine Sprache. Okay. Also, muss man jetzt wirklich dran denken. Ich weiß, dass das niederländische Publikum immer total beeindruckt ist, wenn in Deutschland dann die großen Reden geschwungen werden. Manchmal sind die dann auch nicht mehr so beeindruckt, wenn sie merken, wie lange das dauert. Und wie formell es dann tatsächlich ist, wenn vier Leute nacheinander zum Beispiel sprechen und das auch eine Dreiviertelstunde unter Umständen dauert. Insofern ist es so etwas ambivalent. Ich glaube auch, es ist ambivalent, weil manchmal dann eben doch nicht inhaltlich etwas geschieht. Also, dass man wirklich eine Vermittlung dessen macht, warum man eine Ausstellung macht. Und das halte ich eigentlich für das Wichtige bei einer Ausstellungseröffnung, dass man erzählt, warum man etwas macht und was im Hintergrund dessen ist, was sich nun jetzt da darstellt, wie es dazu gekommen ist. Und zum Schluss gehört natürlich auch das Danken dazu, weil es eine Gruppenproduktion war. Also eigentlich ist es auch immer eine Gemeinschaftsproduktion bei einer Ausstellung, die dann eigentlich auch nur bei dieser Eröffnung einmal benannt wird. Weil ansonsten es ist natürlich auch ein künstlerisches Projekt, wo die Künstler im Vordergrund stehen. Das Reden in der Öffentlichkeit ist, glaube ich, in den vergangenen Jahren etwas unförmlicher geworden. Und für uns, ich weiß nicht, wie es dir geht, Doris, ich habe den Eindruck, wir reden häufiger jetzt ungeschriebene Einführungen. Und ich denke, wir reagieren stärker auf eine Situation. Und das macht es eigentlich direkter. Also, dass man eher eigentlich ein Gespräch führt oder versucht, etwas an Kommunikation in Gang zu bringen. Und da habe ich den Eindruck, dass wir früher, als es sehr viel um die geschriebenen Reden ging, dass wir eigentlich immer eine ganz hermetische Situation hatten. Bis hin dazu, dass man am Pult stand und eigentlich ziemlich klar war, anschließend muss geklatscht werden und danach ist der Fall erledigt. Ich glaube, wir haben jetzt eher Situationen, in denen dann im Grunde schon das angedeutet ist, was hier stattfand. Und da möchte ich noch einen Punkt zu sagen. Ich fand es also erstens eine tolle Ehre, hier eingeladen zu sein zum Thema Verantwortung und fand dieses Thema extrem wichtig. Es war wie überfällig. Und ich war aber auch, auf Rheinisch würde man sagen, platt, dass ihr solch ein Wort gewählt habt, weil es so einen irrsinnigen Rahmen spannt, weil es nämlich darstellt, es geht in der Kunst auch um eine Gesellschaft oder es geht eigentlich auch um die Frage, wo ist die Gesellschaft jetzt hingekommen, nach so vielen Jahren seit Joseph Beuys, nach so vielen Jahren seit Avantgarde. Und da empfand ich es als extrem ernsthaft, auch so anzufangen. Und das stellte einen ganz, ganz großen Bogen her, den ich wichtig fand. Und ich war dann nochmals beeindruckt, dass ihr zum Schluss aus Zusammenarbeit Kunst gemacht habt, weil Zusammenarbeit hätte bedeutet, ihr hättet euch selbst gespiegelt. Und ihr hättet im Grunde nochmals betont, was das Branding jetzt ist. Und ich fand viel besser, inhaltlich weitergehen, gar nicht. Also im Grunde sieht das jeder. Und ich würde mir auch wünschen, ihr macht weiter, weil ich den Eindruck habe, dass solche Gespräche und auch dieses Gehen zwischen den verschiedensten Disziplinen zu einem Theologen
oder zu anderen Leuten, mit denen man normalerweise nicht redet, halte ich für extrem wichtig und würde mir wünschen, dass ihr da weitermacht. Ja, oder ihr macht weiter. Ja, das geht ja auch. Wir auch. Wir machen auch weiter. Ja, danke. Darf ich da auch gleich was mal dazu sagen, weil ich das auch diesen Verantwortungsabend auch unglaublich interessant fand. Da war ja noch ein Gefängnispfarrer. Das muss man mal, also wirklich jemand, der aus einem ganz anderen Bereich kommt, den hatte Manuel Graf in Bamberg kennengelernt und gemerkt, dass das ein Mensch ist, der natürlich sehr viel Verantwortung trägt, aber auch sehr viel mit Kunst zu tun hatte. Und also dieses Zusammenbringen von ganz unterschiedlichen Positionen, das finde ich auch sehr, sehr gelungen, auch in eurem in diesen vier Podiumsdiskussionen, an denen, also die Bildung habe ich leider nicht mitbekommen, aber danach dann Erkenntnis. Und da war ich eigentlich platt, um zu sagen, wie ihr auf dieses Wort kommt, Erkenntnis. Und das war ja auch ein sehr, war schon ein ziemlich ein Abend, wo es hoch hergeht, würde ich sagen. Das ist ja auch immer schwierig, weil Rita fragt ja dann auch, okay, Erkenntnis, was, wie ist das englische Wort? Und wenn man dann manchmal versucht, diese Wörter auf Englisch zu übersetzen, dann ist es irgendwie, dann merkt man schon, okay, Knowledge ist aber irgendwie Wissen. Und so waren wir dann oft schon in unseren internen Diskussionen drin, in der Klasse, weil wir diese, ne, allein durch das Wort, so, ne? Also was unterscheidet es dann? Und mit wem wollen wir darüber reden? Wer ist da für uns vielleicht auch interessant als Künstler, mit dem darüber zu sprechen? Und bei Erkenntnis hatten wir eben einen Wissenschaftstheoretiker von der Uni, Gerhard Schurz, also Uni Düsseldorf. Wir hatten den Hans-Jürgen Hafner vom Kunstverein. Der ihre Probleme hatte, ne, mit eurem Begriff Erkenntnis. Ja, das konnte ich total gut verstehen. Das fand ich auch sehr gut, dass er so, weil für mich eben auch Erkenntnis ist irgendwie so ein nahezu theologischer Begriff eigentlich eher. Fand ich sehr spannend, ja. Ja, es ist immer interessant, wie die Leute sich dann auf diesem Podium verhalten, weil eigentlich ist Hans-Jürgen Hafner, das Ganze war in einer Galerie in Köln und eigentlich ist das ja sein Kontext, also war ja irgendwie ein Art Space, also das ist ja das, wo er sich verhält und trotzdem hatte er, glaube ich, am meisten Probleme an dem Abend in dem Gespräch einfach, sich zurechtzufinden. Wobei der Wissenschaftstheoretiker, der eigentlich da gar nicht hingehört, sich relativ wohl gefühlt hat, ne, in dem Kontext. Aber also das fand schön esoterisch. Fandst du? I think we're all quite frustrated with the podium discussions. I don't know, do any of the students want to also pipe in here, but because it was so easy to see how quickly discussion cannot happen, and whether you take a table away, then everyone, this is what happened here with you, Susanna, like you had no table, actually, not a sitting there, nothing to protect you, I guess, or I don't know, or you take away the moderator, and you really, it's pretty much like visually very engaging, but extremely chaotic in terms of an idea of discussion. But what I was always very interested in was what we expect from discussion and all the expectations that frustrated also the audience, because you come thinking you're going to hear one thing and it doesn't have the formalities you accept or that you know already. And we tried to make it very visually engaging so that you could have visual information, because after all, we are artists and we work with visual communication, not so much didactic making speeches. So I think that's something I really appreciated in all the podiums, was the highly visual component, which could be extremely distracting for us, but also was something I felt we were offering in our frustration. And I think this expectation aspect is of what public speaking is something that's brand new for me now. And now that I'm the director at the Academy, where there's so much, I'm asked so often to speak in public, and it's something as an artist I never ever did. I was always a very shy person, actually not that interested in sitting in front of many people. I hate having my photograph taken. There's all kinds of things I never expected when I was, you know, practicing as a young person art, making artworks, that I thought I would be. I could talk about my work, but I could not. This whole kind of expectation that the public has or wants to watch you do it. I always thought that even when I was going to install my own work, that I would be doing it alone in a museum, but, you know, never realized there was going to be
like, you know, 6 or 7 people watching and lots of people asking. And so I thought it was a much less public position than it is. And now I'm kind of realizing also that this society right now, like if you watch CNN, there's like, which I watch too much of, I must admit, but there was a very insistence on short public speaking. So, like, not really in-depth conversations so much, but just sort of statements, which are often very politically charged, but are empty. And what are we, like, why are we addicted to watching people say something or say hello? When it's just about looking then, in the end. They just want to see this person or to challenge them. And I find it interesting, like, that we really want people to stand up and say something, and then, but no one's really saying anything is what kind of I feel like. And I think that's also why I was such a quiet person. I mean, I had 5 brothers and sisters that did enough talking and saying nothing. So I think I really, you know, didn't feel the need to jump in and say anything. And so when I'm asked to speak in public now, I really want to be able to say something and not just give greetings. Like, I really try to think about what to say, and, you know, and this interests me. I mean, I like the invitations, I mean, to actually say something, but I feel that sometimes it's not, the invitation is not so much to really hear anything, but more just to look at me or just to, like, who is this person? How does she move? What does it sound like? And not really wanting me to say anything in a real sense. At least, I mean, I also see that with as more of a media culture. It's just sort of, you know, let's get him in front of a camera, but we don't really want him to say anything, or we want to catch him or her saying something wrong. Or there's a kind of something that seems more like an expectation, like an addiction to this also, like that we really, really need this. And I think as artists, I'm much more interested in doing. I think we should do things and not talk about them so much. And I mean, that's so for me, the speech and the is not as interesting as actually doing things. Now, Marcus, I know that speech is super interesting for you, but we had a beautiful bus tour on your project on the Ruhr, and you know the way that you speak in public is entirely different than a much more formal one. I mean, you take us on a bus tour, and you're very comfortable with the microphone on the bus, and as we travel along, you're telling us really wonderful stories and taking us to places we'd never been to before. So, I mean, what do you think your, I mean, how do you think, I mean, how would you describe public speaking for you? Because also when you do more formal ones, you love it. You love it. Give them a microphone. Yeah, yeah, should I do that in English or German? I don't know. Auch in Deutsch, yeah. There are many Studenten here, who don't understand Deutsch. It's okay. Gut, also nehmen wir mal Deutsch. Ja, also sag mal, meine Freundschaft mit dem Mikrofon ist zwar irgendwie so ein bisschen bekannt, aber sie ist auch nicht so einfach. Also ich finde, in Öffentlichkeit sprechen ist immer was Besonderes. Ich glaube, ganz wichtig ist auch zu sehen, dass es immer viel schwerer ist, aus dem Publikum herauszusprechen als auf der Bühne. Denn die Bühne verleiht einem sozusagen schon das Wort an sich. Und ich fand das immer sehr schwierig eigentlich früher, aus dem Publikum rauszusprechen, wie jetzt zum Beispiel auch, weil man natürlich irgendwie aus einer Position herausspricht, die das eigentlich ist, nicht intendiert. Zu meinem Sprechen in der Öffentlichkeit, das ist irgendwie für mich ganz interessant. Ich glaube, mich würde das nicht so interessieren, wenn ich das nicht als eine Form von Denken verwenden würde. Also ich habe zum Beispiel, ich halte praktisch keine Vorträge, die ich irgendwie davor konzipiere oder groß durchdenke oder zum Beispiel aufschreibe. Das, was du gerade gesagt hast, früher diese geschriebenen Reden, das habe ich immer bewundert, wie also gerade auch Kunsthistorikerinnen und Kunsthistoriker dann solche Vorträge vom Blatt ablesen, als hätten sie es gerade gesagt, obwohl das natürlich alles total durchformuliert ist und man natürlich auch genau weiß, was das Ergebnis davon ist. Deshalb würde ich sagen, also was mich am Sprechen interessiert, auch auf so einer Bustour zum Beispiel, mache ich mir ja kein Konzept, obwohl ich dann, sagen wir mal, 4 bis 5 Stunden am Stück rede. Aber dieses Reden wäre dann praktisch immer so ein Denken. Also für mich ist das ein Prozess, für mich auch etwas zu lernen und zu denken. Und wieso, also diese Dinge, die laufen dann praktisch immer so durch meinen Kopf durch. Und während ich sie denke und auch wiederhole, das ist natürlich auch ganz wichtig, man wiederholt ja sehr viel dann bei diesen Dingen, ergänzen sich zwischendrin eigentlich immer neue Faktoren. Also das heißt, das Reden wäre für mich nicht Selbstzweck, sondern so eine Form, öffentlich zu denken. Und ich glaube, dann wird es spannend, weil dann ist man natürlich auch in einer gewissen Gefahr. Also man ist
ist nicht professionalisiert in dem Sinne, wo man sagt, die Rede ist sozusagen eine ökonomische Form der Repräsentation oder etwas zu zeigen, also zum Beispiel, wie das eben diese Reden bei den Eröffnungen sind, sondern es ist tatsächlich eine öffentliche Form zu denken mit offenem Ausgang. Und das würde mich zum Beispiel dann als Form mehr interessieren, weil dann wird das natürlich zu einem kreativen Prozess. Also dann ist das nicht ein reines Reproduzieren von etwas im Sinne von Repräsentation eben, also indem ich mich selber da repräsentiere, sondern tatsächlich eine offene Art zu arbeiten. Und dann ist man natürlich bei dem, was du, Rita, gerade gesagt hast, dann ist das im Prinzip in Bezug auf das Sprechen ein arbeitender Prozess. Und dann wird es interessant und spannend. Ich glaube, man muss sich dann natürlich dafür sehr stark riskieren, auch selber. Denn das kann natürlich vollkommen in die Hose gehen. Aber sagen wir mal, wenn man das dann so mitnimmt, dann ist das eigentlich wirklich, finde ich, eine produktive Form. Ich würde gerne noch was sagen zu diesen Talks. Ich habe gerade festgestellt, im Übrigen, ich glaube, es waren drei davon gesehen. Mhm. Und auch das, was du, Rita, gerade noch dazu gesagt hast, finde ich ganz, ganz wichtig. Also ich würde erstmal zum Beispiel sagen, um auch ein bisschen was Kritisches reinzubringen in diesen allgemeinen Tenor des Gutfindens dieser Gespräche. Es ist natürlich erstmal relativ einfach, Leute auf ein Podium zu setzen, die Struktur, ohne ihnen das zu sagen, zu ändern, also die strukturellen Voraussetzungen für ein Gespräch zu ändern und sie damit natürlich so ein bisschen vor die Wand laufen zu lassen. Das war ja bei allen so ein bisschen so, bei allen diesen Gesprächen, die meisten wussten eben nicht, dass der Tisch fehlen wird, dass der Moderator fehlen wird oder dass das eine Puppe ist. Und natürlich herrscht da erstmal eine unheimliche Konfusion und jeder muss sich damit erstmal zurechtfinden. Ist natürlich an sich erstmal interessant, weil es diese Position des Moderators etc. und der Strukturen sehr stark deutlich hinterfragt. Aber man kann sich natürlich am Ende auch fragen, und zum Beispiel bei der letzten Diskussion fand ich, war das sehr signifikant, kommen dann diese Inhalte raus, die Rita jetzt angesprochen hat. Ja? Mhm. Ich meine, ich fand das als Ansatz deshalb sehr gut und sehr wichtig, weil eure Sachen haben eigentlich diese Inhalte dann gar nicht wirklich debattiert, sondern was sich sehr viel stärker evoziert hat, ist tatsächlich die systemische Frage. Ja, also was machen wir mit einer Diskussion? Welche repräsentativen Elemente sind da drin? Führen die überhaupt zu etwas? Ja, weil das fand ich zum Beispiel dann am Ende sehr spannend. Ich konnte tatsächlich denken, bei der letzten Diskussion, alle waren irgendwie so ein bisschen frustriert, weil da kam eigentlich gar nichts bei raus. Also eigentlich war das ein total diffuses Durcheinander, muss man mal ganz ehrlich sagen, in der Akademie. Aber was natürlich interessant dahinter war, dass man sich dann gefragt hat, kommt eigentlich sonst da irgendwas bei raus, bei diesen Podiumsdiskussionen? Wird in Podiumsdiskussionen tatsächlich in dem Sinne, wie ich gerade gemeint habe, gearbeitet an etwas, sodass sich was Neues produziert? Ja? Und das fand ich dann natürlich die interessante Frage am Ende dieser ganzen Veranstaltung, wo man eigentlich eben meiner Meinung nach viel mehr über Strukturen gesprochen hat. Und da würde ich jetzt auch die offene Frage an euch sehen. Also wie bringt man eine Form zustande, eine strukturelle Form, eine neue Form zustande, die dann tatsächlich wieder Inhalt produziert, nämlich das, was Rita ja eigentlich gerade gefordert hat? Indem man auch Profis auf das dahin einlädt, glaube ich. Ich meine, es war ja niemand, auch wenn du sagst, die waren alle nicht vorbereitet, dann waren es aber dennoch Leute, die es gewöhnt waren oder doch Übungen hatten, sich irgendwie öffentlich zu ihrem Spezialgebiet zu äußern. Also wir haben ja niemanden draufgesetzt, wir saßen ja auch selbst da nie drauf, so. Sondern es waren ja immer Menschen, die mit dem Format eigentlich umgehen konnten. Ja, aber zum Beispiel der Hans Jürgen konnte offensichtlich nicht damit umgehen, da war ich zwar nicht da, aber das hat man eindeutig zum Beispiel auch aus den Gesprächen mit ihm herausgehört. Das lag aber an anderen Gründen, glaube ich. Das lag nicht daran, weil er es nicht gewöhnt ist, in der Öffentlichkeit zu reden, weil er ist ja auch relativ bekannt als guter Redner. Ja. Ich war bei keiner dieser Veranstaltungen dabei, aber mich interessiert das eigentlich schon ziemlich, was Sie hier erzählen. Also mir fällt erstmal auf, dass es offensichtlich um ein Podium geht, dass da Personen sind, die man irgendwie vorstellt oder also die irgendwie so einen Background haben. Dann wurde beschrieben, dass da halt irgendwie eine Kamera ist oder dass da Bilder gemacht werden, dass man ein Mikrofon in der Hand hat. Also das sind ja eigentlich wieder Formen, wie man eine klassische Gesprächsrunde führt. Und ich kann mir vorstellen, dass genau das auch mich stören würde, wenn ich immer genau wüsste, der ist jetzt das und der redet aus dieser Ecke und diese Person ist jetzt für das zuständig. Also dass da sofort ein Ordnungsmechanismus auftaucht und selbst wenn der Tisch fehlt und irgendwelche, also das ganze Ensemble ein bisschen anders oder verändert ist,
Aber im Grunde würde mich das schon stören, wenn ich genau immer, das ist ja das, was mich auch bei öffentlichen Veranstaltungen stört. Da redet einer nach dem anderen, auch wenn das jetzt nicht eingeübt ist. Aber man weiß genau, für wen diese Person immer steht oder was diese Person letztendlich für einen Background hat, was sie repräsentiert. Und jetzt ist halt die Frage, könnte man das nicht ausweiten? Allein den Raum, dass man sagt, man holt Leute oder Stimmen, ja, also nicht Personen, sondern Stimmen aus dem Off, die auch was vielleicht zu sagen haben. Man kann das ja vorher genau überlegen, was für Stimmen man vielleicht gerne hätte. Aber dass diese Angst oder dieses Problem, was Sie auch vorhin beschrieben haben, immer da irgendwie als Künstlerin auftreten zu müssen, irgendwas darstellen zu müssen, dass das erst gar nicht zum Thema wird. Ja? Und dann kann man vielleicht auch eine Diskussion führen, die entkrampfter ist. Also so hat man immer das Gefühl, da ist jemand, der hat irgendwas zu sagen, der kommt aus einer bestimmten Ecke, also traue ich mich schon gar nicht darauf, irgendwie zu reagieren. Also die Machtverhältnisse von Diskussionen, die müsste man, glaube ich, erstmal irgendwie durchkreuzen. I'm not sure I understood everything, but I'm going to answer with some answer that may not have been the question, but anyway, I think that a lot of what I understood is that it gives you it's very informative and there's order for if you know who's saying what, and it's a good thing basically, and I can understand that. But I think that my relationship with public speaking and even when I look at others speaking in public is perhaps recognizing that now in culture there's a lot of not this kind of very very specific generous act of speaking to people in public and letting them know who you are and what you believe in, and I find it such a clouded area now because there's so much empty speaking going on and the kind of very, let's say, very aggressive speaking, in fact, and that's something I also never related to. And I think that I always felt that mainly it was a man's domain. They're always speaking, and there's a certain kind of argumentative, tough kind of format for it, which I never related to at all. And so I never developed it. Basically, I mean, I didn't take debate in school, and I didn't learn these things, and I also never related to it. It seemed like I don't understand why they have to shout like that, or I don't know. It was not something. So it's particularly hard for me to find meaning in what I say. I mean, I have meaningful thoughts that I would love to be generous with, but I think that in translation, I think standing in front of people, often is this expectation that you're going to like raise your fist, and I mean, you see a lot of politicians, even male ones, struggle with it, like what to do with this hand, but the hand should go up somehow. And then you have Angela's wonderful little, I mean, I never, it's been really interesting to think about this consciously, which I never did before. I mean, I don't have trouble, I mean, as a teacher, I've been teaching for 25 years, and at the beginning, of course, I was completely horrible at speaking to many people at once and trying to sound interesting, or I don't know what I was trying to do, but of course that got easier. But this is another level of expectation which has all kinds of adjectives added to it, like, and like, you know, to be a leader, what does it mean to be a leader, and how does a leader speak? I've always felt I was a leader, actually. I mean, in school, as a young person, I was always the head of the Girl Scouts. I was the captain of my swim team. I was always asked what I thought. What do you think, Rita? I ran for student council. I won. I mean, I've always been in a kind of leadership role, but not one that I related to what I saw in the world. Like, I didn't, I somehow never thought that that would be something I would do or be interested in, because I think even then, like, this I remember the speech I had to give as president of the student council, like in seventh grade. I really worked hard on the speech. I really earnestly wanted to say very interesting, tough things that are not, things that you don't usually hear, try to move the thinking further. And I just remember mortified, like standing up and like everyone staring at me, and I just, you know,
completely thought, I don't enjoy this at all. But what I want to say is really wonderful. And I do believe that when you speak it, it's easier than reading it. I mean, it has a more direct relationship. So I understand why we want it in a way, but I don't understand a powerful way for us to do it anymore. And I'm kind of searching for new ways to do it. And because I have the German language translation and how to even, you know, I'd never found it for myself. Now to find it as a leader is also kind of hard to understand. It becomes a more interesting problem to think about and how. And so, of course, I started doing these kind of performances where there's a very visual component to what I'm working with, because I can't rely on fantastic German and I can't rely that you'll understand my fantastic English either. So it's sort of like, well, I'm left with what a visual communication, which is great because I am an artist first. That's the thing I do. So visually it has to be full of information, actually. Ja, eine Sache fällt mir auf in Reaktion auch auf Ihre Anfrage. Es ist in der Tat auch für mich ein ganz großes Fragezeichen hinter der Bildungsdiskussion. Als das in der Volkshochschule stattfand, da gab es eine ganz lange Passage, die war Englisch. Und es ist mir vorher selten so aufgefallen, dass man eigentlich mit einem Anspruch dahin geht, nämlich über Bildung zu sprechen und in einen auch außerkünstlerischen Kontext zu gehen. Und dann fährt man da eigentlich vor die Wand, weil diese Leute, die dort sind, diese Sprache einfach nicht beherrschen und nicht in der Lage sind zu reagieren. Und plötzlich ist das so ein Abschluss, ein Ausschluss gewesen, dass es eine ganz, ganz merkwürdige Atmosphäre gab. Und ich weiß, zwei oder drei von diesen Jungs da aus dem zweiten Bildungsweg, die haben sich auch ganz brutal geäußert. Und das fand ich gut. Hm. Weil mir klar wurde, so jetzt seid ihr im realen Leben und jetzt seid ihr im Grunde erwischt worden, auch bei dem ganzen Anspruch. Und ich würde gerne wissen, habt ihr euch anschließend darüber unterhalten? Und was hatte das für einen Effekt? Also hat das irgendwo jetzt in dieser Situation der Volkshochschule dann eine Veränderung gegeben oder irgendetwas, was euch vielleicht auch bis heute beschäftigt, so wie es mich wirklich seitdem auch beschäftigt? So that's a different topic now. I tried to step in because I was into this leader thing. I was really wondering how people... No, it's fine, it's fine. I mean, we can make it quick, like answer your question, then get back to this leader thing, which is... No, it's fine, it's fine. So we talked, of course, we talked after every discussion, we talked about what happened, blah, 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 what can we improve, like how was the frustration, etc. And here it was... of course, we had this big gap in between these students that never go to a museum. And like then you have Katharina Grosse right next to them, and this but that that they had this conversation was one of the really most beautiful moments to me over this kind of bar, like Katharina sitting in front of the bar, the students from this school in the back, and they had this moment where they had the chance to speak. And for me, as being in the audience, seeing an artist talking to these students in that way was very fruchtbar. So that fertile. Yeah. Ich habe den zweiten Teil mitbekommen. Ich habe mitbekommen, wie irgendeine Aggression losging. Und so dieser Unmut entstand. Das ist etwas, wo wir doch jetzt gar nicht daran teilnehmen können. Ihr macht hier gerade etwas, ihr seid bei uns. Ihr macht hier gerade etwas, das findet ohne uns statt. Ich weiß nicht, ob ich das überinterpretiere, aber in der Gegend, wo ich saß, war das ganz massiv. Und das lag an der Sprachbarriere auch. Ja, das lag an der Sprache, die dann praktisch nochmal zum Ausdruck gab, wir sind Akademie und wir machen hier etwas, was im Grunde eine gewisse Choreografie hat. But I guess this happens on all levels. Like, I'm just outside in the academy, but when I walk there, I'm always a little bit confused how many people talk in German. Here it's totally fine, but how many people really talk in German to Rita? Like, hallo, guten Tag, and then super fast, like, wow. And I just stand and think, like, wow, this is so. And also, like, academics, like, everybody. Like, so this is, like, maybe a question back. Like, because the students are not here, like, we can ask you, how does it feel for you in this leading position when people just come to you and speak a language that you understand? Because you speak German, you understand it, but it's not your mother tongue.
I have no problem with it. I don't know. It doesn't. I mean, I expect it actually. Why wouldn't I expect it? So for you, it's totally normal that people just speak. German. I mean, if you really want to get an exact answer from me, you should ask me in English questions. But if you want money, for example, no, I'm just kidding. But no, it doesn't. I don't know. I don't really understand the question. I mean, I would assume it's an institution. It's in Germany. It's of course. German is spoken there. I think it's really wonderful. What I love and what I realized when I first started teaching at the academy was the beauty of the impossibility of actually communicating directly with in a lectureship way to the students, so that we really had to rely on other visual communication. So we had to see shows together, we had to watch movies together, we had to read books together and use examples. Like, I mean, you remember probably, like, instead of trying to describe in English, you know, a work that we saw in K-20 or K-21, we would use the name or the film or a very, very simple language, so that again that the students could not try, and it wasn't about language in the end. It kept the whole whole colloquium is extremely pure, extremely frustrating, but also very intensively interesting, and everyone was quite awake. And now I think there are a lot more students that do speak English very well in the academy than 14 years ago, actually, or 13 years ago. So it's a little more fluid, but I find the obsession with that language. I know it's really funny because you love language, and I love reading. But I'm not so. My relationship with the spoken language is not so. It's not something that I'm that interested in, actually. And writing, because you also like a lot of your work. Some of your work is like writing. Yeah, I love to write. I mean, I have a lot of fun with words, but not so much. The roles of, I think that it's traditionally language is power, and you can really see that the way that it's used as a power tool, and it is powerful for good reasons and for bad reasons. So it's a complicated thing, actually, and I think that this the power aspect I find more aggressive than actually powerful in a productive way, because I think we spend a lot of time trying to be powerful with language, and very few people are really powerful with language, and I mean, in a really productive sense. And I think we all get used to just hearing that and feel that we've learned something from what I'm saying or what other people are saying. But in the end, I'm again much more interested in action and really. This was interesting about the podium discussions, because it was not just coming to listen to two people talk, but it involved a lot of set designing and setting up and discussions beforehand. All these things became a little less passive in terms of trying to find something more from spoken word and conversation. I would like. Da gibt's eine Frage. Oh, okay. Was du auch sagtest mit dieser Sprache und dass das dann so aufkam in der Bildungsdiskussion, war, ich glaube, es war eigentlich auch ganz interessant, dass die zwei versteckten Moderatoren, die diese Handspiele gemacht haben, waren beide nicht deutsch. Also es war eine Japanerin und ein Amerikaner. Und wir haben aber davor die Leute eingeladen, Fragen zu stellen. Das heißt, die Fragen, die wir gestellt haben, waren teilweise auch aus dem Publikum und waren auf Deutsch gestellt. Das heißt, irgendjemand musste dem Moderator auch wieder die Fragen übersetzen, damit die überhaupt verstanden haben, worum es geht. Und deswegen gab es also überhaupt auch auf dieser Seite total die Konfusion, was jetzt eigentlich inhaltlich gefragt werden soll, was für Antworten wir hören wollen. Also es war tatsächlich auch auf dieser Seite eine ganz große Unsicherheit. Und vielleicht war das auch so ein Punkt, wo das ganz gut angesprochen wurde. Aber ich glaube nicht, dass es da eigentlich so was Elitäres war. So, wir verstehen alle Englisch und die nicht, sondern tatsächlich der Moderator hat auch nicht verstanden, was eigentlich gefragt werden sollte. Das fand ich. Das hat sie natürlich nicht vermittelt. Ja. Ja, genau. Aber wirklich, sie hatte das natürlich nicht vermittelt. Und ich finde, das passt jetzt auch zu dem, weil das Problem war natürlich,
Ja, also das, was du jetzt gesagt hast, wie gesagt, nicht vermittelt. Das Interessante war eigentlich, dass die Jugendlichen vor Ort natürlich in gewisser Weise dadurch ausgeschlossen waren, aber natürlich nicht verstanden, also eure Geste sozusagen, die du jetzt beschrieben hast, doch als eine gewisse Arroganz interpretiert haben, denn sie haben sie natürlich klassisch interpretiert. Also sie haben sie im klassischen gesellschaftlichen Sinne interpretiert. Da sind Leute, die kommen von der Akademie und die sprechen jetzt eine Sprache, die wir nicht verstehen, dadurch sind wir ausgeschlossen. Ich finde, das ist total legitim, also das passt natürlich da rein. Es ist natürlich interessant, dass ihr das auch auf anderer Ebene gemacht habt und da würde ich auch gerne noch was sagen. Ich habe ja vorhin gesagt, die letzte Diskussion zur Kunst, da war eigentlich inhaltlich gar nichts mehr los. Das meinte ich jetzt aber nicht in dem Sinne negativ, sondern dadurch hat sich natürlich das alles auf diese systemischen Fragen gelenkt und es wurde genau zu dem, was Rita jetzt gesagt hat, fast zu einer Art Performance, die aber nicht vorgedacht war, also die nicht vorgeplant war. Insofern finde ich das schon sinnvoll und auch gut. Ja. Bei den Jugendlichen kann das natürlich nicht ankommen, weil das ist schon eine gewisse Überforderung, also zu sagen, erstens dieses Sprachproblem also erkennen zu können, als das, was es ist, dann aber herauslesen zu können, dass es von euch nicht klassisch gemeint ist, also nicht klassisch im hierarchischen Sinne gemeint ist. Und dann noch zu verstehen, warum da vier Experten sitzen, die eigentlich nichts Gescheites zustande bringen, wenn man es jetzt mal verschärft sagt. Weil da waren ja nun wirklich Profis wie Yvonne P. Doderer, die Bühnenprofis sind und nicht wirklich viel auf die Kette gebracht haben. Auch Katharina Grosse hat eigentlich nicht wahnsinnig intelligente Dinge von sich gegeben. Zum Beispiel hier in dem Podium waren das wirklich so Superprofis. Frauke Burgdorf ist für mich die beste Moderatorin, die ich kenne. Und selbst die hat auch ein bisschen gewackelt. Aber das ist natürlich zum Beispiel für diese Jugendlichen eigentlich eine Überlastung. Das ist zu viel. Das kann keiner auseinandernehmen und besonders nicht ein Jugendlicher von so einer Schule. Das macht aber auch nichts, weil das erzeugt natürlich einen Konflikt, der per se da ist gesellschaftlich zwischen verschiedenen Bildungsgraden. Insofern hatte das sehr viel mit Bildung zu tun, also mit dem Thema zu tun. Es hat sich halt praktisch selber aufgeführt und das fand ich zum Beispiel einen der erstaunlichsten Aspekte in dieser ganzen Veranstaltungsreihe, dass sich sozusagen diese Dinge selber aufgeführt haben. Gerade in diesem Kunstteil fand ich das super. Weil natürlich alle waren erstmal unheimlich, Rita, du verwendest jetzt öfters das Wort frustriert, das finde ich total wichtig, nämlich das müssen wir natürlich erstmal in Kauf nehmen lernen. Also wir wollen natürlich alle immer was ganz Bestimmtes mitnehmen, we want to take something out of the discussion with us and we don't get it, so we are frustrated, you know, because we don't get paid for our attention or time that we bring with us and all these things. So, ich wechsle jetzt mal immer die Sprache, ich finde das nämlich auch ganz lustig, weil ich finde, manche Sachen hören sich im Englischen auch anders an als im Deutschen, also ich finde, Sprache ist tatsächlich ja jetzt so ein Thema. Da ist tatsächlich das Interessante, wir werden erstmal frustriert davon und das ist natürlich sehr gut, weil das wollen wir nicht, weil wir total ökonomisch arbeiten, wenn wir heute Abend hierher kommen. Also wir wollen immer ökonomisch denken und was mitnehmen. Und wir sind auf diese Frustration nicht vorbereitet und die hat sich zum Beispiel in dieser Kunstdiskussion und am Ende fand ich unglaublich eingestellt, weil man dachte nur, mein Gott, was für ein Durcheinander, ja, und irgendwie und alle hingen dann irgendwie so gelangweilt rum und jeder hat gedacht, jetzt komm, jetzt muss doch mal einer die Moderatorenrolle übernehmen, das hat man ja immer so erwartet und das kam halt nicht und dadurch kam eigentlich kein Ergebnis zustande, aber so nach circa 20 Minuten ging es mir dann halt so, dass ich tatsächlich dann umgeschaltet habe und das nur noch als das, was ich selber aufführt, betrachtet habe. Und dann wird es natürlich super spannend, weil dann sind alle Positionen, die auf der Bühne und im Publikum sind, plötzlich gleichwertig in einer Art Gesamttheaterschauspiel versammelt, das keiner inszeniert hat. So that nobody moderated. And then I think it gets really interesting, because then you can really see what moderation means and what it protects us from. From frustration and but also what comes after the frustration that we have to get creative or productive by ourselves in the moment where we are there in the set that is arranged. And so that's what I thought is the best and most interesting outcome. And in this way, very much like you said, it's performative, not performative, but it's a form. It's much more a form, a picture, a set than a discussion. And I think that was really a very important starting point in a way from the whole thing. Super, ja, toll. Ich kann vielleicht noch zu den Jugendlichen von dem Bildungspodium.
wir hatten danach noch Gespräche mit denen. Ich habe das, glaube ich, nicht so ganz mitbekommen, dass die sich so aufgeregt hatten, weil ich mit diesen Fragen beschäftigt war. Aber ich hatte danach mit den Jugendlichen gesprochen und die waren, wir haben uns sehr gut unterhalten. Also die haben auch so, waren ganz neugierig, was wir studieren und wollten das dann auch so machen. Und also es war eben dann tatsächlich so, wir waren dann so ganz auf einer Ebene. Also deswegen habe ich das eigentlich gar nicht so stark so empfunden, dass die da so frustriert waren. Nein, eine Studentin arbeitet jetzt auch dort zum Beispiel. Also es gibt dann immer so Sachen, die sich so weiterziehen. Ich habe jetzt auch gerade noch ein Mikrofon in der Hand bekommen. da waren ja noch die Schüler von der Schule, die hatten dann auch die Kameras in die Hand bekommen, zwei Stück. Und die waren eigentlich auch ziemlich so auf unserer Ebene. Also auch gerade in Vorbereitungssache. Die haben sich dann auch involvieren wollen und gesagt, okay, wie können wir helfen, was können wir machen, was habt ihr vor, so. Und dann auch gerade als irgendwie so dieses Licht anging oder beziehungsweise anging nach dieser Barphase, da waren die halt auch so, okay, voll aufgeregt, was machen wir jetzt als nächstes, wo positionieren wir uns, und also die haben dann auch mit uns darüber geredet, wie sie sich positionieren können, weil vielleicht wir an der Stelle ein anderes Vorwissen gehabt haben, und da haben die uns dann quasi imitiert, so als im Sinne von Abschauung, also dieses Lernen im Sinne von Abschauen. Ja. So. Ja, mich würde noch mal interessieren, die Reaktion auch wirklich auf diese, oder den, ob ihr Diskussionen über, wo ihr verglichen habt, diese vier verschiedenen Abende und was sich da so für die Klasse und für die Studierenden, das würde mich wirklich interessieren, also für Studierende von bildender Kunst, wie sich diese diskursive oder pseudodiskursive Approach, wie der weiterverarbeitet wurde. Macht ihr sowas weiter? Das ist das eine. Und dann, ich würde gerne... oder es muss ein Student beantworten, das ist sonst gut. Also ich beantworte das jetzt einfach mal selber. Für mich ist das irgendwie ein bisschen so, wie du weißt, dass die Band, die in deinem Lieblingsladen spielt, schlecht ist. Du willst aber trotzdem in den Lieblingsladen und gehst halt trotzdem hin. Also das habe ich so. Wow. Okay. Also du weißt vorher, dass es schlecht ist, was dich irgendwie erwartet, aber der Raum ist ganz nett. Und man kann hinterher drüber sprechen, wie schlecht es war oder wie gut es war oder... Ja. Ja, ich finde das auch nämlich, also wirklich im Hinblick auch auf Podiumsdiskussionen, was bringen die? Hat jemand schon mal eine Podiumsdiskussion erlebt, die wirklich interessant war, wo man wirklich, was dann nachher gedacht hat, ja genau, jetzt hat man irgendwas mitgenommen, oder ist nicht Podiumsdiskussionen, sind ja sowieso meistens irgendwie total eitel, noch Fratzen, die Leute, die dann nur ihre eigenen Sachen abgeben, also dieses ganze Thema überhaupt aufzugreifen, finde ich wahnsinnig spannend. Und ich auch jetzt im Rückblick auf das, was wir hier die letzten Monate hatten, ist auch ganz interessant, das nochmal dann aus so einem, aus so einer Perspektive zu sehen. Habt ihr dazu weiter oder können wir da vielleicht nochmal ansetzen? Also dieses Format Podiumsdiskussion, dieses Miteinander im öffentlichen Sprechen. Also es gibt ja verschiedene Konferenzen, es gibt Panels, es gibt Workshops, es gibt ja. Ja, ich würde mal sagen, jeder hat die Möglichkeit, also normalerweise sollte das eigentlich der Anspruch sein, dass man dann so eine Diskussion hat. Und wenn die das nicht bringt, gibt es auch immer noch die Möglichkeit, die konstruktiv zu sprengen. Also indem man einfach, sag ich mal, habe ich auch schon öfter mal gemacht, ist mir auch häufig gelungen, nicht jetzt unbedingt im künstlerischen, aber im politischen Bereich ist mir so sehr häufig gelungen, dass ich dann einfach zum Beispiel einfach mal interveniert habe und das war eigentlich auch immer, also ich finde, gerade das ist eigentlich der Punkt dabei, man sollte eigentlich davon ausgehen, dass das eine Ausgangssituation ist, diese Diskussion, und dass es auch immer möglich ist, sage ich mal so, zum Beispiel aus dem Publikum heraus, sage ich mal, die Situation dann zu verändern. Und ich finde grundsätzlich die Problematik, die ich zum Beispiel heute jetzt so sehen würde, ich habe jetzt also keinerlei Ahnung, diese Veranstaltung kannte ich bisher nicht, ich habe das jetzt nur mal so aus dem Internet gefunden, weil ich zufälligerweise in Düsseldorf bin, habe ich mir das mal angeguckt. Ich muss dazu sagen, äußerst gutes Publikum, muss man dazu sagen. Ich hätte jetzt keine Ahnung, welcher Rahmen mich hier erwartet. Aber prinzipiell gesehen ist das immer, dass das grundsätzliche Problem ist immer diese übermäßige Selbstreflexion, die dann aufkommt. Aber prinzipiell gesehen finde ich eigentlich, es gibt also für jeden Menschen eigentlich relativ wenig Möglichkeiten, sich mal in so einer ausbreitenden Wirkung in dem Sinne
dazu formulieren. Und das finde ich eigentlich, sollte eigentlich jeder nutzen, wer die Möglichkeit hat dazu. Auch insbesondere, man sollte sich auch überlegen, ob zum Beispiel, wenn man sich zum, ich werde jetzt nicht zu Themen eingeladen, aber egal. Aber wenn man da jetzt hingehen würde, dann würde ich mir auch überlegen, ob das wirklich meine Intention ist. Und würde auch dann überlegen, in welcher Form ich zum Beispiel das auch aufbrechen könnte. Danke. Danke. Ja, genau. Intervention. Ja, aber du sagst jetzt zum Beispiel, also das Lustige war ja, dass ihr beide jetzt da seid, weil die Idee wurde so ein bisschen geboren in einer Podiumsdiskussion, wo auch Daniela Steinfeld und Markus Ambach saßen. Du meinst durch unser Dingsbums. Ja, ich erinnere, ich hatte gerade so das Bild wieder im Kopf, wie du da mit dem Mikro sitzt. Ja, genau. Und wie fandst du die denn? Also ja, das war, man lernte da, also ich sitze aber auch nicht oft auf so Sachen, ne? Also einfach jetzt gerade schon. Scheint mir aber schon der Fall zu sein. Ja, jetzt, notgedrungen. Aber normalerweise vorher nicht. Aber da war einfach das Lustige, oder das habe ich vorher nicht so verstanden, dass diese ganze Struktur so einer öffentlichen Diskussion, weil eigentlich finde ich ja Diskussion und Gespräch super. Also das ist ja was, was ich sehr genieße auch. Und was wir auch in der Klasse, was ich in der Klasse immer genieße oder privat mit Freunden, ist toll. Also ein Gespräch ist eine unglaublich, ist ja eine sehr kreative Sache erstmal so. Nur sobald die öffentlich ist, ist die ja anders, weil die dann ne, durch das Podium eben wie auf so einer Stage stattfindet. Und da hatten wir ja damals die Ausgangslage, dass es eben zwei Mikros gab und zwei Headsets. Und dadurch war das schon so, also allein nur durch die Wahl, du lässt vier Leute auf zwei Mikros und zwei Headsets los, ja, die sich dann intern organisieren. Und natürlich hatten dann Daniela und Markus sofort die Headsets an. Das war einfach klar. Also einfach, wie sich Leute so wie in so einem Spiel sofort organisieren, das ist einfach spannend dann, wenn es öffentlich ist. Ja genau, wir sind ja die Auserwählten gewesen. Aber ich fand zum Beispiel diese Diskussion finde ich einen ganz guten Ausgangspunkt, weil das ja auch zum Beispiel in dem Moment, wo es nämlich für mich spannend wurde, das war nämlich, als das Publikum sich getraut hat, Fragen zu stellen und sich zu beteiligen, wurde die abgebrochen. Weil ja, unsere Zeit ist jetzt um. So, ne? So, ja, wir haben jetzt keine Zeit mehr. Das habe ich schon ganz, ganz oft erlebt. Und deswegen finde ich diese grundsätzliche, diese Podiumsdiskussion, das stimmt ja gar nicht. Das sind ja Podiumsmonologe, die unterbrochen werden von, ja, was sagen Sie denn dazu? Ja, und dann monologisiert so der andere. Und deswegen ist das immer so eine Wahnsinns, genau was Rita sagt, frustrating experience. Dazu kommt dieses Hierarchische, das hatten wir ja schon. Da sind die Podiumsteilnehmer, hier sitzen wir. Und klar, wir kennen uns jetzt hier alle, deswegen ist es auch wahnsinnig einfach, hier jetzt zu reden. Also das ist jetzt nicht so wie im Publikum sitzen. Das ist schon noch eine andere Situation hier, die entspannter ist. Jetzt vielleicht für ihn nicht, weil er ja sagt, genau, er kennt keinen. Das ist dann schon mal mutig, was zu sagen. Aber dieses, also im Grunde, so wie ich das verstanden habe, weil ich habe jetzt nicht alle von diesen Sachen mitgekriegt, ist diese Frustration, also man muss ja mal die grundsätzliche Frage stellen, bringt das irgendeinem was? Außerdem, der sich vorne gerne darstellen möchte. Also der Erkenntnisgewinn, deswegen finde ich Erkenntnis so gut. Ich gehe immer dahin, weil ich denke, oh, wie interessant, das ist ja Kaspar König und Hans-Ulrich Obrist und die reden jetzt alle super. Da gehe ich hin, da will ich jetzt echt was hören. Und dann am Ende so, ja, dann passiert gar nichts und auch kein Austausch, nix. Wir haben uns ja wenigstens ausgetauscht, Markus. Ja, ihr beide. Wir haben uns gestritten, ja. Das machen wir immer gerne, wir sind auch Profis da drin. Nein, aber also ich muss jetzt schon mal sagen, ich breche jetzt die Lanze für die Podiumsdiskussion. Und zwar nicht deshalb, weil ich sie gut finde, sondern ich finde, das jetzt wird jetzt so ein bisschen undifferenziert. Also weil eine Podiumsdiskussion, die sagt ja schon, was sie ist. Also da kann man sie auch nicht für verurteilen. Podium heißt, das ist ein erhöhter Sockel, auf dem sitzt jemand und dem wird in der Gesprächszeit zugeteilt, aufgrund, dass irgendjemand ihn einlädt. Also eine Podiumsdiskussion ist von vornherein eine hochhierarchisch durchorganisierte Form. Ja? Und ja, und da sitzen dann mehrere zum Beispiel da und so weiter und so fort. Jeder hat dann seine Redezeit und bei einem guten Moderator, der hält das auch ein. Also der guckt immer, dass sie gleich Redezeit haben, was natürlich Quatsch ist, weil das ist natürlich keine inhaltliche Entscheidung, also ob jetzt jemand länger oder kürzer redet, sondern das ist eine Pseudodemokratie, aber es ist eigentlich keine Demokratie, es ist eine Hierarchie. Also ich finde auch dieses Format deswegen, und ich meine, ihr habt ja hier auch als erstes ein Podium gebaut. Also da gibt's ja diese Bühne, die ist hier sogar farblich abgegrenzt. Ja, ja. Sie ist, genau.
Genau, sie ist zwar nicht höher, aber sie ist trotzdem so gesetzt. Es gibt hier Stühle, da gibt es die, also die Situation ist dieselbe. Und ich glaube, das ist auch gar nicht so schlecht. Ich finde zum Beispiel auch, man kann das durchaus machen, weil ich persönlich höre auch ganz gerne mal jemandem zu. Und ich muss dann auch nicht immer diskutieren. Also zum Beispiel in der Szene, wo wir uns so teilweise in diesem Diskursiven bewegen, gab es das Muss des Publikumsgesprächs ganz lange. Aber ich finde das auch nur dann sinnvoll, wenn es wirklich sinnvoll ist und auch praktiziert und gepflegt wird. Und dann brauchst du eine Zeit, wie Daniela sagt, zum Beispiel, und nicht so am Ende noch Fragen, ja, also wie im Fernsehen so, die natürlich dann gar nichts bringen. Ich finde zum Beispiel einen Dialog auf einer Bühne, dem einfach zuzuhören, eigentlich auch wunderbar. Ich glaube, wichtig ist, und das haben die ja gemacht, und das war ja bei denen so gut, sie haben ja versucht, sagen wir mal, diese strukturellen Elemente zu differenzieren, ja, und zu zeigen, was ist denn die Funktion des Moderators, was passiert, wenn er nicht mehr da ist, was ist die Funktion von Sprache und so. Und genauso ist das bei einer Podiumsdiskussion, also das ist so, also wenn man die versucht zu ändern, finde ich eigentlich falsch, dann sollte man sie einfach nicht machen. Also dann macht man eine andere Form. Ja? Dann sagt man einfach, dann macht man keine Podiumsdiskussion, dann macht man ein Roundtable oder es gibt Workshops oder was weiß ich was. Es gibt ja sehr viele Formen nachzudenken in unserer Gesellschaft und da finde ich, sollte man jetzt auch präzise bleiben und das präzise voneinander trennen, denn sonst versucht man sozusagen den König zum Bauern zu machen oder so. Und ich meine, das ist die Frage, ob das der richtige Weg ist. Ja, ja, also ich kenne hier auch niemanden und ich kenne leider auch nicht den Zyktus, aber ich fand es einfach spannend. Mich hat das Thema angemacht und ich möchte sagen, Podiumsdiskussion. Also es hat sowohl Podium wie Diskussion. Und was ich meistens finde bei einer Podiumsdiskussion ist Egomanie von allen mehreren, ob da jetzt einer sitzt oder fünf. Und es ist keine Diskussion, es ist ein Monolog. Also das finde ich, wäre zu überlegen, ob man dem einen anderen Namen gibt oder ob sich an Leute anders verhalten halt. Also so, wie Sie, du sagtest hier, man geht hin und denkt, man bekommt irgendwas Spannendes, hat natürlich mit Erwartung zu tun und dann bekommt man nur die Egomanie, was fast immer so ist. Also man kann jetzt sagen, empirisch ist es jetzt nicht belegt von mir, aber es ist wirklich sehr häufig, also im Fernsehen und auch sonst, wenn man hingeht. Und ich möchte eigentlich hier, weil das habe ich vorhin bekommen, ich habe jetzt leider deinen Namen nicht behalten, aber ich fand, ich hatte ja auch ein bisschen Zeit zu blättern, von diesem Ich zum Wir, also weil letztendlich muss man ja sagen, was du ja auch sagtest, das Spannende ist doch auch wenn Leute erhöht sind, ob das jetzt durch Farbe ist oder durch Platz, dass man in einen Austausch kommt. Und das, finde ich, ist eben bei Podiumsdiskussionen fast nie der Fall, also aus meiner Sicht. Nee, was ich nämlich auch wichtig finde, ist, also ich finde im Übrigen Podiumsdiskussionen auch nicht unspannend, genau, weil ich finde zum Beispiel, es ist nicht die, also die Sache ist die, auf Podiumsdiskussionen wird oft kein Inhalt produziert, von dem gesprochen wird, also wo Leute sagen, das kommt jetzt, aber es wird natürlich was anderes produziert, also zum Beispiel, wenn der Kaspar König auf dem Podium sitzt, der sagt ja eh immer dasselbe, aber wie der sich zum Beispiel dann in den Machtpolitiken zu den anderen auf dem Podium verhält, das kann zum Beispiel interessant sein. Es ist, glaube ich, bei diesen Diskussionen oft wirklich nicht das ist tatsächlich, man kann feststellen, im Thema, das inhaltlich genannt ist, produziert sich eigentlich kaum was Neues und kaum was Interessantes. Aber es ist natürlich eine Form, in der sich Gesellschaft auch in ihren Konstellationen ausdrückt. Und ich glaube zum Beispiel, wenn man das so sieht, kann man das manchmal interessant empfinden. Also auch eine klassische Podiumsdiskussion. Nicht aber auf der inhaltlichen Ebene vielleicht. Man muss sie dann praktisch einfach anders betrachten. Und auch das haben die zum Beispiel getan, fand ich, in einer sehr intelligenten Weise. Ja, das würde ich auf jeden Fall auch sagen. Also das ist ja mal jetzt eben meine Anfangs war überhaupt nicht gegenüber diesen Podiumsdiskussionen, sondern überhaupt, das wurde aber, glaube ich, schon klar, dass ich da mehr meinte. Genau, und das ist vielleicht auch so eine, ist das auch eine Fiktion oder ein Mythos oder daran zu glauben, dass wirklich eine Kommunikation, ein Austausch in so einem öffentlichen Setting stattfindet. Und es ist interessant, dass es trotzdem so ein festgesetztes Setting ist, einfach, was ja in unserer Gesellschaft sehr vorhanden ist. Und ich würde gerne noch zu was anderem zurückkommen, und zwar nochmal zu unserem anfänglichen Thema Rede. Ja? Ich bin nicht ganz so pessimistisch, aber wollte nur verhindern, dass mein Vorredner auf seine 5 Stunden kommt, die er angedroht hatte.
Man kann bei einer Podiumsdiskussion natürlich auch was Vernünftiges erreichen, wenn man nicht mehr als zwei Disputanten einlädt, die keine Politiker sind und ihr ganzes Gesagere abends wieder loslassen wollen, weil, um sie wieder gewählt zu werden. Und dann muss man einen Moderator haben, der sich möglichst überflüssig macht. Wenn die Disputanten gut ausgewählt sind, natürlich sachkundig sind, das setze ich als selbstverständlich voraus, dann kann das wunderbar funktionieren. Insbesondere, wenn die Disputanten in aller Höflichkeit scharfe gegensätzliche Positionen vertreten. Kann man auch hinkriegen. Man kann über alles Mögliche da wunderbar diskutieren. Ob das nun so Diskussionen, die ich neulich erlebt habe, über Beltrakis Film oder sowas, da kann man ja total unterschiedlicher Auffassung sein und sich dennoch gut verstehen. Und dann wird es auch so spannend, dass das Publikum in Standing Ovations die Disputanten unterbricht und der Moderator überflüssig wird, wie es selbst gerade erlebt. Ich würde auch sagen, dass es, aber jetzt zum Beispiel, wenn Sie sagen, ein Gespräch mit zwei Leuten, das würde ich persönlich jetzt noch nicht als Podiumsdiskussion empfinden. Das finde ich ist nochmal ein anderes Format. Das mag ich auch sehr, wenn man zwei Leute zusammenbringt und da ein Gespräch zwischen denen zuhören kann. Aber weil, naja, okay, wir wollen uns da jetzt nicht vielleicht so sehr in diese Formatfrage. Ich würde gerne weiter vertiefen und vielleicht auch so langsam zum Ende kommen und vielleicht lieber noch oben an der Bar miteinander unöffentlich sprechen. Und ich würde aber gerne noch mal zurückkommen zu dem Thema der Rede und diesem Festnis, weil das fand ich auch sehr interessant, wie du diese Feststellung, in Deutschland gibt es diese Reden, dieses ganz starre, aber irgendwie auch festliche und irgendwie ein Punkt markierende Element bei Eröffnungen, bei Ausstellungseröffnungen. Also mich hat es auch manchmal in anderen Ländern, fand ich es komisch, wenn man dann irgendwie eine große Ausstellung und dann geht man hin und dann, also irgendwie habe ich dann gedacht, dieses bisschen steife, formelle Deutsche mit dem Danken und so. Ich finde das gar nicht so schlecht. Ich meine, auch da hängt es natürlich davon ab, gibt gute Redner, es gibt schlechte Redner und so. Aber deine Reden, Rita, du hast ja ein ganz neues oder für dich da auch was ganz Neues etabliert. Können wir da vielleicht noch mal kurz dazu kommen? Also ich selber habe die Antrittsvorlesung vor Augen, aber auch zum Beispiel die zum letzten Rundgang, die auch sehr performativ eigentlich war. Yeah, it's. I mean, as artists, I think we always, you know, we don't have all the answers. We didn't learn things straight away, so you have to become creative in those moments. And I mean, as much as I find it really fun to have to think about how can I do this each time, it's like for me, it's like a huge artwork. Actually, I mean, I really work on it for a long time, and then practice it, and I don't know. I mean, I can't do it any other way. In fact, so far, I mean, so this is kind of still. Each time it's different. We will give another one on Wednesday, and I have two performers helping me stand on stage together. But we're working together to perform a graduation speech. So it's some idea of what the future will be. And, at first I wrote lots of texts about, you can do it, have confidence. It's good. I couldn't even bear it. It was like so, I mean, even though I feel that way, I mean, just to stand up and say that I couldn't do it. So I really love the process of, and this is close to me and my writing, when I write stories and fiction. I mean, it's always trying to find a much more profound angle by which we can speak about the world that we're in, and so I can do that with writing. But now I'm on July 9th we have a dancer and a performance artist, Michael Mahalchek from New York and Luciana Azugar from Uruguay. So and we'll be echoing each other and also talking about the impossibility of being able to speak with meaning just directly as a formal reader or a lecture. So certain things become exaggerated and other things become, more mysterious. And it's not just this one relationship to the microphone and the person. And even though I'm writing the words, the translation that they will be working, not with words, but with sounds also. So I love the possibility. It actually opens up a lot of possibilities for hopefully communicating. But again, the expectation is tell me what I'm supposed to think. And this is sort of the frustrating aspect, which comes maybe later or never comes, that some meaning is very clearly communicated in these
lectures, but or perform. Yeah, what did you call them, Marcus? I forgot. That was good. But anyway, yeah. No, I will continue to work in that direction with public speaking. I really learned a lot from the podium discussions. Actually, being able to watch them and being in the public. So that was super frustrating and profitable at the same time. Yeah, I really can see that it was really the speech as an image also, if I refer, or wenn ich mich erinnere an die Rundgangseröffnungsrede zum Winterrundgang. Da war die Aula, die sonst bestuhlt war, Reihen, die Leute haben sich in die Reihen gesetzt, der betreffende Professor, Rektor hat die Rede gehalten, alle haben geklatscht und dann ging es los und so. Da war es ganz anders. Schon der Raum selber war total leer, die Reihen, die Stühle waren hinten zusammengestellt, gestapelt. Die Leute konnten sich nicht setzen, die waren nicht aufgereiht auf festen Plätzen. Es gab der Flügel und war irgendwie in so einer Art Kubus, schwarzen großen Kubus, vielleicht mit einer Seitenlänge von, weiß ich nicht, 1,80 auf 1,80. That was a piano. That was the piano. It was a piano and a cube around it. Some students had built that for their own performance and I just used it. And then we waited, da haben wir gewartet und gewartet, dass Rita kommt und dann kam sie und sie war irgendwie, sie sah super schön aus, fand ich, mit einem ganz schönen silbernen Kleid und Stiefeln und Strumpfhosen, es war so im Winter und kletterte darauf und hat auf Deutsch ihre sehr kurze, sehr tolle Rede gehalten. Allein dieses Bild fand ich so, weil das so viel mit deiner Kunst auch zu tun hat. Also das fand ich da so genial irgendwie, wie das, dass man das eben dann auch gar nicht so abtrennt, ob man Rektor ist oder Künstlerin oder Performerin, Tänzerin, Sprecherin. Oh, danke. Also, ja. Ich finde überhaupt, wenn ich das noch sagen darf, dass dieser Zusammenhang zwischen Moderation oder auch Diskussion und Choreografie bis hin zur Manipulation, das wäre jetzt, da könnte man sicherlich auch noch ganz viel drüber sprechen, aber ich glaube, Sie wollen gerne noch was sagen, bitte. Ich möchte noch kurz etwas sagen zu diesem formalen Aspekt. Ich meine, dass die Eröffnungsreden in Deutschland fast so schlecht sind wie die nordkoreanischen Reden. Alle angloamerikanischen Redner sind uns haushoch überlegen. Warum? Weil sie anhand von einigen Stichworten situationsgerecht variieren, ein Thema oder eine Begrüßung oder einen berühmten Opener bringen können, was wir alles gar nicht kennen. Wenn wir 5 Reden in Deutschland hintereinander haben, wartet man aufs Buffet und nicht mehr auf die Ausstellungseröffnung. Da kann man aber auch einiges in Deutschland machen. Alle Wissenschaftler, die in Amerika zum Beispiel gearbeitet haben, lernen das, müssen es lernen, weil sie sonst in Amerika völlig hinten runterfallen würden. Man kann sich selbst ja kontrollieren, wenn man das mal wie ein Skirennläufer seine eigene Rede aufnimmt, merkt, was man falsch gemacht hat und dann diesen Quatsch, den man verzapft hat, in eine Fremdsprache der eigenen Wahl übersetzt. Dann merkt man, wie viele verquaste Formulierungen drin sind. Das ist nur ein kleiner Tipp. Ja, dass da in Deutschland was so Rhetorik reden noch zu machen wäre, das sehe ich genauso. Also da haben Sie absolut recht. Da ist das Angelsächsische, die angelsächsischen Länder sind da viel uns wirklich ganz weit voraus, würde ich sagen. Ja, gibt es da sonst noch Bemerkungen? Ansonsten würde ich Sie gerne wirklich noch auf ein Glas nach oben einladen in die Bar und möchte Ihnen auch gerne sagen, was wir jetzt hier mit diesem Haus, wo wir jetzt so durchgequasselt haben, mehrere Monate quasi, jeden Donnerstagabend, ganz unterschiedliche Abende ja auch hatten. Und wir werden unser Programm fortsetzen im September. Wir beginnen wieder am ausgerechnet 11. September, Donnerstag, und werden dann auch das Programm hier in dem Haus so insofern auch noch ein bisschen verändern, als wir dann beginnen mit einem vom Goethe-Institut unterstützten Kuratorenresidenzprogramm. Das heißt, wir werden Kuratoren, die nicht aus Europa kommen, hier ins Schmälerhaus einladen. Weil das Schmälerhaus ist eigentlich das erste kombinierte Galerie- und Wohnhaus in Deutschland gewesen von 1971. Und wir haben jetzt hier die ehemaligen Ausstellungsflächen ja zu einem Veranstaltungshaus eigentlich umdefiniert und werden oben in den Wohnetagen der Küche und in den Schlafzimmern, die es gibt und so, das eignet sich eigentlich hervorragend für Gäste, nicht unbedingt für Künstler, weil ein Atelier können wir hier nicht anbieten, aber wir können eben
Kuratoren oder Künstlerkuratoren, Leuten, die, mit denen wir auch gerne weiter reden möchten und sprechen möchten und auch hier öffentlich reden möchten, die wir dann auch eben zu unseren Donnerstagabend-Programmen mit einladen werden. Also das ist so ein bisschen, um zu schauen, zu sagen, wie es hier weitergeht. Ich thank you very much. It was a very interesting evening, I think. Thank you, Elmo. Thank you, Rita. Und vielen Dank an alle. Ja.